willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Ella hat sich heute dazu entschlossen, unbedingt mitzukommen zum Einkauf. Heute ist es so ein bisschen Late-Night-Shopping gewesen, weil sie krank zu Hause ist und hat lange Mittagsschlaf gemacht. Dann bin ich mit ihr einkaufen gefahren. Jetzt ist es bereits schon dunkel draußen und sie wollte unbedingt den Einkauf zusammen mit mir zeigen. Ja, und wir haben ganz schön viel eingekauft für gestern. Auch zwei Milch. Deswegen bin ich krank. Da haben wir zwei Hustensaft. Also das ist mein Liebling, aber der andere nicht so. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Ja, und Ella. Die Gummibärchen für die Tage alle. Ja, die zeige ich euch nochmal im Video. Das sind so Vitamingummibärchen mit Omega 3, 6 und 9. Und jetzt schwenke ich einmal die Kamera um, zeige euch den Einkauf und nehme euch dann auch noch so ein bisschen mit durch meinen Abend. Ich werde auf jeden Fall noch Meal Prepping machen, damit ich das auch einmal weg habe. Denn wenn sie krank ist, kann ich ja nicht so viel machen. Deswegen verlagere ich das auf abends und dann werde ich noch mit euch zusammen mein Meal Planning machen, beziehungsweise meine kleine Pinnwand. Und jetzt zeigen wir mal alles, was wir gekauft haben. Ja, und ich mache auch mit. Ach, du machst auch mit. Starten wir also einmal mit einem kurzen Einblick in unsere Einkaufsrunde. Ella war super begeistert. Und hier sind übrigens die Dosen, die ich euch das letzte Mal empfohlen habe, allerdings von der Eigenmarke. Dann habe ich noch etwas gefunden, auch im Angebot für unser Mealplan. Das ist ja süß. Ein Riesenjoghurt, Ella. Darf ich den mitnehmen? Ja, so sieht es aus, wenn man mit Kindern einkaufen geht. Die fand ich auch interessant. Die werde ich das nächste Mal auf jeden Fall probieren. Ella langweilt sich schon und dann hat sie eigentlich auch schon den Einkaufswagen zurückgeschoben. Ja? Genau, ja. Hey, super, Ella. Gut. Und dann ging es für uns weiter zu DM. Da habe ich auch noch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Das seht ihr gleich alles, was ich da eingekauft habe, aber hier für euch nochmal ein kleiner Einblick, was es dort so aktuell an Dekorationssachen gibt und was in diesen Aufstellern steht. Ganz schön viel Kaffee, ganz wichtig für Mamas. Da ist er. Ja, lecker. Ihr hört schon, Ellas Lieblingshustensaft musste natürlich auch mit. Und dann habe ich euch noch ein bisschen was abgefilmt, was es dort Leckeres an Essenssachen gibt. Manches davon kannte ich tatsächlich noch nicht und war sehr positiv überrascht. Ja, fangen wir mal hier vorne an. Wir waren beim Netto einkaufen, nicht bei dem Netto mit dem Hund, sondern bei dem ganz klassischen. Ich habe 76 Euro ausgegeben. Ich schreibe euch auch wieder die Gesamtsumme hin, was ich bezahlt habe insgesamt bei allen Läden. Eine Ananas, dann habe ich auch gute Kartoffeln bekommen, wie man sieht. Vorwiegend festkochende. Ach, ich habe mehlig kochend gegriffen. Egal, ich mache daraus eh Kartoffelbrei. Normalerweise nehme ich immer vorwiegend festkochend. Aber so ist das wahrscheinlich, wenn man da schnell durchhuscht. Dann möchte euch Ella das hier zeigen. Was haben wir da gekauft? Das ist was zum Trinken. Und das heißt, wie heißt das nochmal? Orangensaft. Orangensaft und dann noch eine. Ja, also wir haben einmal milde Orange mitgenommen. Für das Frühstück und dann habe ich noch einmal das mitgenommen, auch das war im Angebot. Dann zweimal Milch, dann einmal Burgersoße, denn es gibt diese Woche bei uns auf jeden Fall Burger. Das zeige ich euch gleich noch. Zwei Packungen Eier, eine davon werde ich wieder vorkochen, das hat wunderbar geklappt. Und eine brauche ich dann noch so zum Kochen und vielleicht mal für morgens ein Rührei. Dann einmal Creme Fraiche, dann eine Butter, eine lilierte Butter, wie ich gerade sehe. Dann einmal Ferdifuchs Mini Leberwurst, die mag Felix immer sehr gern, die waren dort auch im Angebot. Einmal Tilsiter, mag ich auch super gern. Dann wieder für meine Kinder dieser klassische Bierschinken. Dann einmal einen leichten, genau, Rohschinken. Super, Ella. Dann haben wir hier, weißt du, was das ist? Nein. Das sind Brezeln. So nein, wie Brezeln. Ja, es sieht ein bisschen so aus, das sind aber Garnelen und da mache ich mir was super Leckeres und zwar werde ich Eier kochen, die sind ja dann eh schon vorgekocht und darauf kommen dann auf die Schnitte oder das Brötchen nach dem Ei und dann ein paar Garnelen und dann mache ich dann noch so grüne Sprossen drauf. Das ist auf jeden Fall sehr lecker und dann habe ich noch einmal Salami mitgenommen, geht es weiter. Was haben wir denn da? Einmal
Mandarine. Ja, für meinen Quark. Und das kann man auch trinken, wenn man will. Ja, die sind diesmal leicht gezuckert. Und dann habe ich noch solche Toasties mitgenommen. Natürlich für den Toaster, aber die kann man auch ganz einfach als kleine Pizza machen für die Kinder. Da kommt ein Tomatenmark drauf, ein bisschen Käse und je nach Wunschbelag der Kinder kann man dann das noch zusätzlich ergänzen. Ella hat sich dann noch das hier mitgenommen, die Geflügelwürstchen, die mag ich jetzt natürlich gar nicht. Also die sind rot, die mag ich schon. Das hatten auch meine Freundin, meine Gruppe und das voll lecker. Voll lecker. So, Elli, dann haben wir einmal hier Burger Buns mitgenommen, beziehungsweise zweimal, die waren dort auch im Angebot. Hat super gepasst zu meinem Wochenplan. Davon habe ich zwei mitgenommen für 8 Burger. Was haben wir noch? Und dann noch Smarties. Ja, das sind so ganz kleine von Ritter Sport, die fand ich total niedlich. Die sind natürlich perfekt für die Lunchbox. Und dann noch Tomaten. Ja, Tomaten. Die sind auf jeden Fall gesund. Ich mag Tomaten. Gut, Elli, fall da nicht runter. Dann habe ich einmal glatte Petersilie, natürlich auch für das Gericht. Dann das Lieblingsgericht meiner Tochter, Nutella. Und was haben wir da noch? Und dann noch einmal Käse für, wie heißt das nochmal? Für einen Auflauf. Für einen Auflauf. Das mache ich heute alle, aber Felix und Lia machen das selber. Ja, das machen wir aber nicht heute. Du dachtest, das ist für die Wraps. Die habe ich jetzt nämlich auch nochmal gekauft. Für ja, eventuelle Reservefälle. Dann kaufe ich ja immer diese riesigen Tüten Äpfel ein. Ja, die finde ich immer am leckersten. Also die kaufe ich grundsätzlich was irgendwie immer. Ich soll jetzt den Hustensaft nehmen. Ja, was machst du gleich? Dann einmal Paprika, dreimal rote. Meine Kinder mögen das, nicht alle Kinder, aber Ella und Felix essen die sehr gerne, einfach so zum Snacken. Dann habe ich hier nochmal so Mini-Kit-Cuts mitgenommen, auch für die Brotdose. Und dann noch Joghurt, die ist echt lecker. Fruchtzwerg, was ist das für eine Geschmacksrichtung? Was haben wir da? Himbeer, Vanille, Kirsch und Himbeer. So, und dann habe ich hier noch diese Burger-Patties. Da sind 4 Stück enthalten von Tillmanns, also die waren auch im Angebot. Dazu natürlich noch den Cheesekäse, den Chester Schmelzkäse, der dann on top drauf kommt. Und dann habe ich noch zweimal Hackfleisch mitgenommen für den Auflauf. Und das sind die Wraps, die ich das letzte Mal genommen habe. Die habe ich auch von Netto gehabt. Die sind nämlich super lecker gewesen. Das hatte ich letztens euch im Video gezeigt, das, was ich da zum Abendbrot gemacht habe, in meiner Abendroutine. Und die habe ich anscheinend da gekauft, deswegen wollte ich euch die jetzt nochmal zeigen. Und einmal Knusperdinos, genau, achso, das ist ja mein drittes Gericht. Da wird es dann Chicken Wings geben oder Knusperdinos, je nachdem. Also ich denke, ich werde beides machen und dazu Kartoffeln und gedünstete Möhren. Dann habe ich noch einmal Romana-Salat mitgenommen und das allerletzte sind Bananen. Machen wir also weiter mit Aldi. Dort habe ich 2 Gurken geholt. Dann ganz viele Möhren für meinen Apfel-Möhrensalat und das für das Meal Prep natürlich auch für meine Kids. Und dann brauchte ich das auch noch für ein Gericht. Genau. Und dann habe ich noch meinen Speisequark mitgenommen. Daraus mache ich mir wieder mein Frühstück. Das hat super funktioniert. Also ich konnte davon 3 oder 4 Tage essen und es hat auch nicht komisch geschmeckt. Also ich bin ja da wirklich sehr wählerisch, was das angeht, aber das war sehr, sehr gut. Deswegen mache ich das nochmal. Dann habe ich Frischkäse gekauft. Dann eine Pomelo, die werde ich auch wieder schälen. Und dieses Avocado-Netz. Das kaufe ich immer sehr gerne bei Aldi, weil da eben mehrere Avocados drin sind. Und die sind eben so schön klein und nicht so riesig, dass man die dann auch mal zum Abendbrot essen kann. Meistens ist es so, dass jeder eine isst oder wir uns eine teilen oder anderthalb. Also das funktioniert wunderbar. Dann habe ich noch meine Cherry-Dosen mitgenommen. Die hatte ich ja auch euch schon im letzten Food Video gezeigt. Die sind natürlich alle, meine anderen Dosen konnte ich noch nicht mitnehmen. Die kaufe ich auf jeden Fall noch nach. Die sind hier super beliebt. Dann war ich, wie gesagt, bei DM. Da habe ich noch einmal Vollkornspaghetti mitgenommen. Denn Nudeln habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht mehr. Aber ich kaufe immer Barilla-Nudeln und die gab es aktuell nirgendwo im Angebot. Denn ich kaufe die nur im Angebot, sonst sind mir die zu teuer. Deswegen habe ich jetzt überbrückungsweise Vollkornspaghetti mitgenommen. Dann wieder Quetschis.
Also Pfirsich, Bananen, Apfel sind, glaube ich, ähnliche wie beim letzten Vlog. Außer, dass sich Ella noch Mango und Papayenapfel ausgesucht hat. Dann habe ich mein allerliebstes Duschgel mitgenommen. Das liebe ich ja. Also da gibt es ja mehrere Richtungen. Und die riechen einfach so unglaublich gut. Und man riecht da auch wirklich noch sehr lange nach dem Duschen. Dann wieder der Tomatenketchup. Auch den hatte ich euch im letzten Video gezeigt. Der ist aber schon leer gegangen. Deswegen habe ich den jetzt nochmal nachgeordert. Tomatenstücke. Natur, also ich muss ja sagen, diese ganzen Tomatensachen überhaupt bei DM sind dort immer super günstig. Die kaufe ich auch sehr gerne, weil die auch richtig lecker sind. Dann habe ich hier eine Tomatensoße mitgenommen, auch für ein Gericht. Ich möchte nämlich einen Hackfleisch-Kartoffelbrei-Auflauf machen und dazu brauchte ich diese Soße. Dann habe ich noch Tomatenmark mitgenommen. Das ist da wirklich am günstigsten, kostet 85 Cent und normalerweise kostet sowas im Supermarkt 1,19 Euro. Und dann noch ihren allerliebsten Kinderhustensaft. Das ist der einzige Saft, den sie trinkt. Ich hatte nämlich letztens auch Fenchelhonig besorgt. Den hat sie zwar getrunken, aber wider Willen. Und deswegen haben wir den jetzt gekauft und sie hat sich richtig gefreut darauf. Dann einmal Erkältungsbalsam. Das ist sogar schon ab 2 Jahren. Das habe ich jetzt auch einmal mitgenommen. Und einmal Ahornsirup für Pancakes. Früh am Morgen und dann noch etwas für die Toilette, passt eigentlich gar nicht rein, aber ja, das ist nichts Spannendes und diesen Duft. Ich kaufe eigentlich immer den gleichen Frühlingsgarten von einer anderen Firma, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber das hier fand ich auch sehr gut. Da waren auch nur noch wenige Flaschen da, also es scheint so, als wäre es nicht nur mein Geschmack. Und so ihr Lieben, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight, was ich dort entdeckt habe. Und zwar diese Bilderrahmen, die kennt ihr bestimmt schon, die gingen ja mal irgendwann viral, aber ich habe es einfach nicht eingesehen, so viel Geld dafür zu bezahlen und habe sie deswegen nicht gekauft. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, das sind im Prinzip Bilderrahmen, die kann man ganz normal an die Wand aufhängen. Man sieht es schon, klappt die dann auf und kann dann die Kunstwerke der Kinder dort reinmachen. Und da passt natürlich nicht nur ein Bild rein, sondern viele weitere Bilder. Und somit, wenn die Kinder malen, kann man das einfach reinklemmen und hängt schön an der Wand. Man muss es nicht irgendwo reinstopfen und die Kinder freuen sich natürlich auch, wenn sie dann ihre Gemälde sehen. Davon habe ich 3 mitgenommen, denn die haben nämlich nur 4,79 Euro gekostet. Gab es auch noch in Schwarz, aber Holz fand ich natürlich schöner. Dann habe ich noch einmal eine Sprühdose mitgenommen, denn ich möchte dort hinten die Pinnwand endlich mal weiß sprühen, weil das hat mich schon immer so gestört dort hinten. Damit ich dann alles da schön dran heften kann. Dann habe ich noch 2 Ostereier mitgenommen, die sehen richtig hübsch aus. Ich versuche das mal einzufangen. Am Abend ist ja natürlich das Licht immer nicht so. Ja, so sehen die aus. Die gab es auch noch in lila, rosa, blau, grün und war auch gar nicht teuer. Ich glaube 80 Cent. Und solche Ostereierkerzen sind ja immer sehr teuer. Erfahrungsgemäß wollte ich sagen. Aber ich habe noch welche unten im Keller. Dann habe ich noch einmal diese Edding-Stifte mitgenommen. Ich habe mir heute wirklich einen Wolf gesucht. Ich habe diese Stifte nicht mehr gefunden. Ich habe gefühlt 8 solche Whiteboard-Marker gefunden, aber alles nur dicke und das hat einfach nicht funktioniert auf meinen Folien. Deswegen habe ich diese noch mitgenommen und die haben auch nur 1,45 Euro gekostet, also richtig günstig. Dann gab es hier einmal solche Ostereier-Brownies, wobei ich jetzt auch wieder diese Muffins backen werde, denn ich habe nämlich ultra-reife Bananen, also sie werden diesmal richtig süß schmecken, aber die fand ich so niedlich, passend zu Ostern für die Lunchbox meiner Kids. Und dann habe ich dieses Knoblauchbrot mitgenommen. Das hatte mal eine andere Verpackung, also weiß ich nicht, ob es das gleiche ist bei Action, aber das haben wir geliebt. Das kostet 99 Cent und das ist so unglaublich lecker. Also wenn ihr mal bei Action seid, nehmt es auf jeden Fall mit. Ich kann das sehr, sehr empfehlen. Es ist auch immer ausverkauft, wenn es denn dasselbe ist. Aber ich denke, die Verpackung ist einfach nur anders. Und dann habe ich noch einen elektrischen Anspitzer geholt für meine Kinder. Einmal mit einem... Ach nee, ich sehe gerade, es gibt nur eine kleine Öffnung. Nein, stimmt nicht. Klein und groß. Ja, klein und groß. Auch von Action für 4,25 Euro, glaube ich. Und das ist natürlich super praktisch. Wenn man am Wochenende seine Stifte anspitzen möchte, geht das ruckzuck. Dann habe ich noch diese wunderschönen Ostereier mitgenommen. Die sind aus Glas und ich habe mir vorgestellt, dass ich die hier auf dem Tisch mit so einem Weidenzweig dekoriere und da dran hänge und dann noch das hier drumherum stelle. Das erkennt man jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut. Ich versuche es mal bestmöglich für euch einzufangen. Also das ist aus so einem ganz hellen Holz. Da ist ein Osterhase dabei. Dann ist hier noch so ein Küken dabei. Und zwei Ostereier aus Holz. Und das ist wirklich so ganz schlichte Tischdeko. Und dann habe ich noch diese total niedlichen Anhänger
gesehen. Die gab es auch noch in Grau und Beige. Ich habe jetzt aber mich für diese hellen entschieden, in einem Cremeton. Ich glaube, da hat 1,60 Cent gekostet. Eventuell hänge ich die damit dran. Kommt natürlich immer auf den Zweig drauf an, aber ich denke, die landen dann wohl eher im Wohnzimmer, weil das ja doch dann mächtiger wird. Und dann habe ich noch für meinen Sohn etwas für die Schule gekauft. Die braucht dann nämlich so einen Zeichenblock. Und ich habe jetzt einfach den hier genommen. Da kann man die Seiten auch raustrennen und das ist so richtig schönes, dickes Papier. Die Kinder sind jetzt schon im Bett. Wir haben jetzt schon zu Abend gegessen. Heute gab es Königsberger Klöpse von meiner Oma. Und ich habe jetzt einmal die Küche alles schön sauber gemacht und das ganze Obst und Gemüse gewaschen. Und jetzt werde ich ja zusammen mit euch noch Meal Prep machen. Also nur ein bisschen wie beim letzten Mal. Aber ja, nehmt euch gleich dabei mit. Aber vorher, bevor ich das mache, wollte ich nämlich noch meine Pinnwand wieder herrichten. Die habe ich ja jetzt einmal weiß gemacht. Und ja, das machen wir jetzt einmal schnell zusammen. So, meine Pinnwand ist jetzt weiß. Die Lampe habe ich auch wieder in Schuss gebracht. Die hatte immer so ein bisschen Wackelkontakt, deswegen habe ich die irgendwie nie angemacht. Aber es sieht eigentlich ganz hübsch aus und da werde ich jetzt einmal alles dran machen. Das sind meine laminierten Vorlagen. Einmal habe ich hier einen Mealplan gemacht. Das werde ich jetzt einmal beschriften. Das kommt dann an die Pinnwand, dann wissen meine Kinder auch, was es gibt. Ich habe das früher auch schon mal gemacht, aber jetzt nicht so exzessiv. Aber ich denke schon, wenn man das gewissenhaft macht und alles dafür einkauft und die Zeit einplant, man weiß ja ungefähr, wann man was in der Woche vorhat, dann klappt das ganz gut. Und dann habe ich ja diese täglichen Aufgaben für meine Kinder, die werde ich jetzt noch einmal ausfüllen. Und die sollen da nämlich auch dran, deswegen brauchte ich auch die Stifte. Und dann habe ich hier noch meinen monatlichen Plan. Sowas habe ich früher immer mal gemacht, aber ich habe es irgendwie nie hingehangen. Aber das werde ich jetzt auch mal probieren. Da kann ich nämlich auch ein bisschen switchen und das dann wegwischen, falls ich dann vielleicht doch irgendwie andere Ideen habe oder es zeitlich nicht passt, wenn ein Kind krank wird. Also es geht jetzt nur um meine Videos oder bei Instagram irgendetwas, also nichts anderes. Ihr wisst ja, wie ich sonst plane, dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Getan. Ich zeige euch das nochmal von nah an, was ich jetzt hier alles aufgeschrieben habe. Also das sind die ganzen täglichen Aufgaben für die Kinder. Gut, für Ella ist es natürlich ein bisschen schwierig, die kann das noch nicht lesen. Ich muss auch sagen, dass ich den Stift immer noch zu dick finde. Das heißt, ich werde nochmal schauen, ob ich nicht noch einen feineren finde. Ja, hier ist einmal die komplette Übersicht. Und dann habe ich hier unseren Essensplan aufgehangen, das habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Ja, meine Boxen stehen hier schon wieder bereit für das Meal Prep. Ich fange jetzt an mit dem Teig für die Bananenmuffins. Das hatte ich euch ja schon in dem Video verlinkt und zeitgleich werde ich dann schon mal die Eier kochen und dann das ganze Gemüse schnippeln. Ich starte jetzt mit den Bananenmuffins. Ich werde das Rezept ein bisschen abwandeln, weil ich hier wirklich super viele reife Bananen habe. Und nehme dafür wenige Eier, mache dann nur ein Ei dran und mache diesmal alles direkt im Thermomix, also die ganz schnelle Variante. Also das letzte Mal, als ich das gezeigt habe im Video, da habe ich das dann in zwei verschiedenen Schüsseln gemacht und den Eischnee noch geschlagen. Das lassen wir diesmal. Also ich werde anfangen damit, die Nüsse klein zu machen. Ich habe ja hier immer so abgefüllte Nüsse. Diese Förmchen, die habe ich von Teddy, die kosten 1 Euro, da sind wirklich ganz viel drin. Das sind solche Papierförmchen, die können natürlich auch die Form vorher einfetten oder besprühen, je nachdem. Und ich mache das aber so, damit ich das auch gut mit in die Brotdose geben kann für meine Kinder. Mein Teig ist fertig. Ich werde jetzt noch ein paar Schokodrops hinzufügen. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, finde ich. Das mache ich immer zum Schluss, damit die eben nicht so kaputt gehen. Und rühre die jetzt mal auf niedrigster Stufe unter. Da könnt ihr aber natürlich auch geraspelte Schokolade nehmen. Ihr müsst jetzt nicht diese Schokodrops nehmen. Jetzt kommt der schöne Part, denn jetzt brauche ich ja keine
wage mehr nichts. Jetzt werde ich einfach nur noch das Gemüse machen und meinen Frühstückskorb und werde dabei mein Handy hier an die Fliese kleben. Ich habe ja hinten so eine Noppenhalterung, denke ich mal, nennt man das. Und dann zeige ich euch, manchmal, wenn ich alleine bin, koche ich nämlich so, mache das hier dran und dann kann ich da Serien gucken oder etc. Irgendwas, was ich möchte. Gilmore Girls, ich liebe diese Serie. Ja, was ich euch noch sagen wollte, mir hat nämlich letztens jemand diesen Tipp geschickt, wie ich die noch besser schälen kann, also die Pomelo. Und das funktioniert echt super. Also ihr schneidet die praktisch so in große Scheiben und holt dann die Stückchen dort raus. Also das funktioniert echt richtig gut. Da geht die Haut auch gut ab und ich finde auch, dass das auf jeden Fall ein bisschen schneller geht. So ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Es ist jetzt 22 Uhr, also ich habe circa eine Stunde gebraucht, vielleicht ein bisschen länger. Und zeige euch einmal das Ergebnis. Ich habe einmal Gurken geschnitten, Möhren, Zitrone für mein Zitronenwasser jeden Tag. Dann die Ananas, das habt ihr noch gesehen, da war leider mein Akku leer. Die Pomelo, die ist jetzt hier drin. Dann habe ich meinen Frühstücksquark gemacht. Da habe ich einfach Speisequark genommen, 500 Gramm, ein bisschen Chunky Flavor dran gemacht, Vanille und diese leicht gezuckerten Mandarinen, das ist wirklich total lecker. Und meistens esse ich den so oder gebe halt noch Chiasamen drüber, Chia-Pudding oder vielleicht noch Früchte etc. Dann die gekochten Eier und zum Schluss die Bananenmuffins. Ja, also das ging wirklich ratzfatz. Ich werde das jetzt alles noch in den Kühlschrank verräumen. Und wenn ihr Interesse an schnellen Familienrezepten habt, wenn es unter der Woche mal stressiger ist, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Ich werde demnächst auch mal ein Video machen mit unseren besten Rezepten, die wir so unter der Woche machen, wenn es wirklich sehr, sehr schnell gehen muss. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Zusehen des Videos und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.